Für die Landesregierung spricht nun Staatsministerin Hinz. Bitte schön, Frau Ministerin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, bitte jung und dynamisch. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten. Also, sehr geehrter Herr Lenders, ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, als ich Ihren Antrag gelesen habe, weil ich habe mir überlegt, worüber haben wir eigentlich jetzt 3 Jahre lang sowohl hier im Plenum so oft als auch im Ausschuss diskutiert? Wie oft haben wir eigentlich über Maßnahmen gesprochen, die die Landesregierung eingeleitet hat zum Thema Wohnungsbau? Irgendwie ist es an Ihnen vorbeigegangen. Ich weiß jetzt nicht genau, an wem es liegt, aber na gut. Reden wir heute noch einmal drüber. Gerne, ich erkläre Ihnen gerne, was wir alles in 3 Jahren schon auf den Weg gebracht haben. Natürlich ist es klar, Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Und wenn vor allen Dingen die Mieten ins Unermessliche wachsen, wenn es keinen bezahlbaren Wohnraum mehr gibt für Normalverdiener, Normalverdienerinnen im Ballungsraum, dann läuft etwas falsch, und dann muss die Politik natürlich entsprechend die Rahmenbedingungen verändern. Und grundsätzlich gilt, ein mindestens ausgeglichener Wohnungsmarkt ist das Beste. Wenn es mindestens so viele Wohnungen gibt, wie gesucht werden, dann egalisiert sich das auch mit den Miethöhen. Das muss das Ziel sein. Aber wir wissen auch, dass wir in den nächsten Jahren bis 2040 Zuzug haben, vor allen Dingen in den südhessischen Bereich. Das wissen wir aufgrund unserer Wohnungsbedarfsprognose. Und das sind nicht in Mehrzahl Menschen aus dem ländlichen Raum Hessens, die dorthin ziehen, sondern Menschen aus ganz Deutschland oder aus dem europäischen Ausland. Das heißt, wir haben hier echten Zuzug nach Hessen, wahrscheinlich weil es bei uns so schön und attraktiv ist. Das heißt aber, ja, genau, weil wir regieren, so ist es. So ist es, weil wir hier regieren, weil es deshalb so schön ist, deshalb kommen so viele Menschen. So, da wir jetzt wissen, dass die natürlich alle eine Wohnung brauchen und weil von der Planung eines Baugebiets bis zum Einzug eines Mieters, einer Mieterin viel Zeit vergeht, müssen wir neben der Schaffung von Wohnraum kurzfristig auch zu Möglichkeiten des Mieterschutzes greifen. Und aus dem Grunde haben wir die Kappungsgrenze und Mietpreisbremse eingeführt und aus keinem anderen Grund. Ich will aber auch deutlich sagen, dass es Anzeichen gibt für eine Verbesserung der Angebotslage. 2009 zum Beispiel wurden 11.200 Wohnungen für den Neubau genehmigt. 2016 waren es bereits 27.000 in einem Jahr. Und das waren schon wieder 25% mehr als 2015. Also, wir haben eine echte Steigerung zu bemerken. Insofern können die Rahmenbedingungen nicht so schlecht sein, wie sie gerade hier getan haben. Aber klar, wir haben große Herausforderungen vor uns. Eine Antwort lautet, wir investieren, und zwar in bezahlbaren Wohnraum. 1,2 Milliarden € in dieser Wahlperiode für soziale Wohnraumförderung, meine Damen und Herren. Und lieber Herr Kollege Siebel, 340 Millionen € davon sind Komplementärmittel, Kompensationsmittel. Ich finde es gut, dass es die gibt. Aber tun Sie bitte nicht immer so, als sei die Mehrzahl der Mittel vom Bund. Es ist der kleinere Teil, aber wir nehmen ihn gerne, weil wir brauchen jeden Euro für bezahlbaren Wohnraum. Die Programme sind vielfältig für niedrige Einkommen, für den Mittelstand, für Studierendenwohnungen und, Herr Lenders, für den Umbau von bestehenden Gebäuden und die Eigentumsbildung. Wir haben die Eigentumsbildung nicht gestrichen. Die Eigentumsförderung existiert. Es wird auch gefördert. Vor allen Dingen ist dieses Förderprogramm beliebt im ländlichen Raum. Und da macht es auch am meisten Sinn.
Und da geben wir auch durchaus Geld aus. Wir haben nur flexibilisiert. Nach Bedarf können wir das Geld einsetzen. Das ist auch richtig. Im Übrigen kaufen wir Belegungsrechte. Dafür gibt es wieder Geld im Haushalt. Das Programm ist nicht eingestellt. Und für Studierendenwerke und z.B. auch für Genossenschaften geben wir Landesfläche in Erpacht z.B. ab oder vergünstigt. Auch dieses macht das Land. Insofern geht dieser Vorwurf ins Leere. Meine Damen und Herren, es ist richtig, dass wir hohe energetische Standards einhalten. Aber das rechnet sich auch langfristig und spart die Nebenkosten. Und das ist oftmals die zweite Miete, gerade für die Menschen, die wenig Geld verdienen. Und irgendwie negiert das die FDP gerne. Im Übrigen steht die Novellierung der Hessischen Bauordnung an, aber man soll sich davon auch nicht zu viel versprechen. Weil sie wurde bereits in den letzten 20 Jahren intensiv entschlackt, sodass weiteres Vereinfachungspotenzial nicht sehr hoch ist. Und wir wollen auf die Regelungen zur Barrierefreiheit und zum ökologischen Bauen nicht verzichten. Und ich sage Ihnen etwas zur Barrierefreiheit. Wir wissen inzwischen aufgrund einer erneuten Studie, die wir auf Wunsch der Allianz für Wohnen beim IWO in Auftrag gegeben haben, dass in den nächsten Jahrzehnten die Anzahl der Seniorinnen und Senioren um 60% steigt, und vor allen Dingen der Menschen, die über 85 sind. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass diese Menschen auch in ihren Wohnungen bleiben können, dass wir die entweder modernisieren. Aber für neue Wohnungen heißt das auch, es muss barrierefrei sein, weil es ist nicht nur eine Frage der Behinderung von Geburt an oder in der Lebensmittel, sondern auch für ältere Menschen ist Barrierefreiheit natürlich notwendig. Übrigens, Sie haben in Ihrem Antrag, erstaunlicherweise haben Sie in Ihrem Redebeitrag dazu nichts gesagt, zur IBA. Über die kann man ja gerne diskutieren, über die internationale Bauausstellung. Nur schafft die kurzfristig keinen Wohnraum. Also, ich weiß gar nicht, da tun Sie so, als müssten wir jetzt sofort ganz viel zusätzlichen Wohnungsbau schaffen. Aber eine IBA bringt keine Wohnung. Wenn Sie sich in anderen Städten mal anschauen, wie lange da Vorlauf war, bis so eine Bauausstellung überhaupt installiert war und wann sie dann was gebracht hat, da kann man auf jeden Fall mit 5 bis 8 Jahren rechnen. Und deswegen ist es notwendig, dass wir vor allen Dingen jetzt schauen, dass wir da vorankommen, wo es am meisten noch klemmt. Und das ist bei der Frage, wie schaffen wir es, dass das Flächenpotenzial, das es gibt, zur Baureife geführt wird? Wie unterstützen wir Kommunen darin, dass sie ihre Flächen zur Baureife bringen? Und da sind wir mit der Nassauischen Heimstätte dabei, diese Probleme anzugehen und eine Lösung zu präsentieren. Und das werden wir auch in allernächster Zeit tun. Ich hoffe dann, dass Sie eine Jubelerklärung machen, nachdem Sie heute gesagt haben, das wäre doch ein wichtiges Thema. Also, das können Sie dann, nicht immer. Nur wenn ich etwas Gutes gemacht habe und das wird etwas Gutes, dann können Sie jubeln, Herr Lenders. Okay? Im Übrigen haben wir mit dem Kommunalen Investitionsprogramm jetzt schon geschafft, dass die Kommunen sehr stark zugegriffen haben auf diese Mittel und auch im Bestand Wohnungen geschaffen haben, das vor allen Dingen auch im ländlichen Raum. Denn natürlich müssen wir schauen, dass der ländliche Raum attraktiv bleibt, dass die Ortskerne auch attraktiv bleiben, wir nicht drumherum lauter Neubausiedlungen kriegen und innen drin alles verrottet, sondern die Ortskerne müssen attraktiv sein, dass es lebenswert ist, dass Familien da auch wieder reinziehen.
Und dafür haben wir die Kippmittel, aber dafür haben wir auch Stadtentwicklungsmittel. Auch darüber werden vermehrt Wohnungen geschaffen, auch in Ortskernen, auch in Stadtquartieren, die schon vorhanden sind. Und insofern bin ich guten Mutes, dass wir weitere Schritte machen auf dem Weg zu mehr Wohnraum. Also, wir reden nicht nur, wir realisieren echte Verbesserungen, wir berichten auch regelmäßig darüber. Und es wäre schön, wenn Sie mehr darüber oder mehr zuhören würden, dann bräuchten wir vielleicht nicht über den einen oder anderen Antrag reden, der in der einen oder anderen Weise jedenfalls nicht. Das ist nicht überheblich, sondern ich sage Ihnen, dass es sinnvoll ist, dass auch die Fraktionen zur Kenntnis nehmen, was die Landesregierung regelmäßig berichtet. Dann können wir, glaube ich, auch in adäquater Weise auf Augenhöhe besser miteinander die Probleme lösen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Hahn für die FDP-Fraktion. Ich fange mit etwas an, was mich eben sehr überrascht hat und von meinem Schreibtisch in meinem Zimmer hier runtergejagt hat, als ich festgestellt habe, dass es Deckungsgleichheit, jedenfalls in einem Punkt, zwischen den LINKEN und den Freien Demokraten gibt. Das hat mich nicht mehr gehalten, obwohl der Tee wirklich gerade frisch aufgegossen gewesen ist. Aber er wird jetzt kalt werden. Frau Kollegin Hinz, Sie können ja vieles theoretisch erklären. Aber gegen eine Weisheit kommen auch Sie mit viel Reden nicht an. Mieten sinken nur dann, wenn das Angebot von Wohnungen überproportional groß ist. Nur dann, nein, das haben Sie eben nicht gesagt. Und ich weiß auch aus meiner Erfahrung, dass Zwischenrufe von der Parlamentsbank erwünscht ist, aber von der Kabinettsbank nicht erwünscht ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie ignorieren mit Ihrer Art Politik, und deshalb finde ich es respektlos, wie Sie eben mit der Oppositionsfraktion FDP umgegangen sind, nach dem Motto, hört doch nur einmal zu, was ich sage, Frau Ministerin, hört doch nur einmal zu, was ich sage, und alles wird gut. Das ist respektlos, und das negiert vollkommen, dass wir zwei total verschiedene Auffassungen darüber haben, wie man das Problem lösen kann. Sie, Frau Hinz, haben den Staatsansatz. Sie haben den Ansatz, auf der einen Seite machen wir alles tierisch teuer, NF, komme ich gleich noch einmal dazu, und auf der anderen Seite bauen wir mit Staatsgeld Wohnungen, und zum Dritten wird dann noch subventioniert über die Sozialhilfe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist, dass sich wie in jedem vernünftigen Markt ein Markt entwickeln muss und dass er nicht durch Regulierungen des Staates weiter überreguliert wird. Alles das, was Sie eben aufgezählt haben, kostet Geld, und zwar kostet Steuergeld. Das wollen wir nicht. Ich bin vorhin angemacht worden vom Herrn Finanzminister, soviel zum Thema Respekt. Ich hätte wenigstens eine Anmutung geben sollen bei dem Thema, wenn wir sagen, dass es einen Freibetrag bei der Grundsteuer bei Kaufpreisen bis zu 500.000 € geben soll. Und Erwerbsteuer, Entschuldigung. Da wurde uns vorgeworfen, wir hätten ja gar nicht die Zahlen recherchiert. Er weiß es besser, weil in dem Gutachten, in dem wir, oder das wir zur Grundlage genommen haben, das genau alles drinsteht. Aber Sie sagen nie, was das kostet, was Sie alles machen. Sie sagen überhaupt nicht, wie denn z.B. die Lückenbebauung, ich nehme ein ganz besonders teures Beispiel, in der Innenstadt durchgeführt werden soll. Also, derjenige, dem das Grundstück gehört, wenn er ein Privater ist, der wird das nicht tun. Das wird sich niemals rechnen. Und das beginnt schon bei einem immens hohen Baukosten, die Sie gerade im Innenbereich einer Stadt haben. Von dem Stellen lachen Sie darüber, wenn ich mit so Kleinigkeiten komme, aber sie sind nun einmal teuer, von dem Stellen von Kränen. Ganz abgesehen davon, dass da manchmal überhaupt kein Platz mehr ist. Also nehmen Sie bitte endlich zur Kenntnis, Frau Hinz, und gehen Sie mir respektvoll mit der Opposition hier im Landtag um. Wir haben einen anderen Ansatz. Wir hören Ihnen zu.
Wir glauben Ihnen aber nicht, dass das die Lösung ist, sondern wir haben einen anderen Ansatz. Sie haben eben gesagt, wir würden immer rumkritteln um die INEF. Das wäre ja alles eine gute Sache, und das würde Nebenkosten senken. Also, als mein Sohn vor 15 Jahren noch klein war, hätte er mich gefragt, wovon träumst du eigentlich nachts, Vater? Es ist doch vollkommen falsch. Und das sagt Ihnen jeder, der damit zu tun hat. Und das kann man auch nicht einfach weggrinsen, Frau Hinz. Das ist auch respektlos, wenn hier ein Redner am Pult sitzt und Sie grinsen immer nur. Das kann man nicht damit, das kann man nicht damit wegreden, dass ja nachher die Nebenkosten geringer werden. Herr Kollege Kasper, Sie wissen das doch aus eigener Erfahrung. Die NF-Kosten rechnen sich niemals über Nebenkosten, sondern die NF-Kosten sind Kosten, die etwas damit zu tun haben, dass man die Belastung noch einmal reduziert. Aber 7% teurere Baukosten bedeuten 0,1% bessere Klimabedingungen. Ich glaube, das ist nicht verhältnismäßig. Und eine letzte Bemerkung. Ich freue mich ja als kommunalpolitisch Tätiger, dass Sie das jetzt in den Angriff nehmen, dass die Kommunen bei dem Thema Bauland in irgendeiner Weise, ich sage es mal jetzt, wertfrei, dass Ihnen geholfen wird. Ich bin mal gespannt, wie Sie das mit meiner Heimatgemeinde Bad Vilbel denn so machen. Und Sie haben ja zwei MDLs hier aus Bad Vilbel, können ja gerne mit uns darüber mal reden. Ich habe das Gefühl, das kostet nur wieder Geld. Also, die Stadt Bad Vilbel hat gerade, Sie konnten es nachlesen, über 40.000 Quadratmeter Wohnbebauung für einen Quadratmeterpreis um die 1.300 € verkauft. Also, wenn es nun wirklich billiger sein soll, dann kann es ja nur heißen, dass das Land Hessen einen Millionenbeitrag dazu leistet. Und das wollen wir Liberale auch wieder nicht. Also, kommen wir zurück. Entschlacken, deregulieren. Kollege Hahn, kommen Sie bitte zum Schluss. Wunderbar. Vielen Dank. Und als Nächstes spricht Kollegin Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im Frankfurter Stadtteil Bockenheim wird gerade ein Denkmal errichtet, ein 140 Meter hohes Denkmal für das Versagen hessischer und Frankfurter Wohnungspolitik. Wo nämlich bis zu seiner Sprengung im Jahr 2014 der AfE-Turm der Frankfurter Uni stand, soll jetzt ein Wohn- und Geschäftsviertel entstehen, ein 100 Meter hoher Büroturm und ein weiteres Bürogebäude. Es gibt ja in Frankfurt auch nur über 1 Million Quadratmeter leerstehende Büroflächen. Und im Zentrum des Areals soll dann ein Hochhausungetüm namens 140 West entstehen. Und die Frage ist, wer wird in diesem Turm eigentlich wohnen? Niemand mit niedrigem und niemanden mit normalem Einkommen. In den unteren Etagen dieses neuen Turms entsteht nämlich ein Vier-Sterne-Hotel mit 430 Zimmern und einem Ballsaal für 600 Personen. Oben drüber Mietwohnungen mit einem voraussichtlichen Mietpreis von bis zu 32 € pro Quadratmeter. Und in den obersten Etagen entstehen dann noch 99 Eigentumswohnungen. In dem gesamten Areal, meine Damen und Herren, gibt es keine einzige öffentlich geförderte Wohnung. Und der Investor Commerzreal freut sich darüber, dass die Kombination aus Wohnungen und Vier-Sterne-Hotel unter einem Dach, dass das Schöne sei, dass die Bewohner des Hochhauses ihre Schwiegereltern dann gleich im Hotel unterbringen könnten, wenn sie zu Besuch kämen und die hauseigene Skybar nutzen könnten, meine Damen und Herren. Und das ist so absurd weit weg von den Sorgen, die die Mieterinnen und Mieter in Frankfurt haben. Viele fragen sich, ob sie die Sanierung ihrer Wohnung, ob sie danach noch die Miete zahlen können. Aber die fragen sich doch nicht, ob sie mit den Schwiegereltern in einer Skybar was trinken gehen können, ohne dafür das Haus zu verlassen, meine Damen und Herren. Und im Vergleich, im Jahr 2016 plante die Stadt Frankfurt gerade einmal 88 neue Sozialwohnungen in der gesamten Stadt. Und allein in diesem Turm entstehen 88 Luxusmietwohnungen und noch einmal 99 Eigentumswohnungen, also 187 Wohnungen allein in diesem Ungetüm, aber 88 Sozialwohnungen im ganzen Stadtgebiet. Und für die, die es sich leisten können, gibt es dann nach diesem Turmbau zu Bockenheim dafür dann eine Winebank, also einen Weinkeller, wo man die edelsten Tropfen lagern kann. Es gibt eine 24-Stunden-Concierge-Service in der Lobby. Und es gibt im Untergeschoss dieses Luxuswohnturms
soll es alles ernstens einen Hundewaschplatz geben, wo man Hunde nach dem Spaziergang sauber machen kann, damit sie das teure Apartment nicht verschmutzen. Meine Damen und Herren, das ist doch absurd. Und dafür nebenbei gemerkt, musste der AfE-Turm sterben. Jahrzehntelang wurde dort kritische Theorie gelernt. In den Seminaren wurde über Gesellschaftsveränderung und über gerechte Verteilung von Reichtum gestritten. Und bei jeder Studierendenbewegung wurde der Turm als erstes besetzt und blockiert. Und jetzt sollen genau an diesem Ort Luxuswohnungen und ein Hundewaschplatz für Reiche bzw. ihre Vierbeiner entstehen. Meine Damen und Herren, das ist doch pervers, während in Frankfurt Menschen kein Dach über dem Kopf haben und viele Menschen ihre Miete nicht zahlen können, wird Platz dafür genutzt, derartig sinnlose Projekte umzusetzen, die immer nur Angebote schaffen für Menschen, die sich ohnehin alles leisten können. Und daran ändern natürlich die absurden Vorschläge der FDP gar nichts. Daran will ich mich auch gar nicht abarbeiten. Die würden das Problem nur vergrößern. Auf die Frage der Frankfurter Rundschau, welche Miet- oder Preishöhe der Investor kommerzreal erzielen möchte, sagte der Vorstandsvorsitzende in aller Offenheit, so viel wie möglich. Und genau das ist das Problem. Private Investoren wollen vor allem eins, sie wollen viel Geld verdienen. Und das tut man eben nicht, wenn man bezahlbare Wohnungen schafft für Familien, für Geringverdiener, für Studierende. Und deshalb ist es falsch, die Schaffung von Wohnraum dem Markt zu überlassen, weil der Markt es eben nicht so regelt, dass am Ende jeder eine bezahlbare Wohnung hat, sondern im Gegenteil, wir haben hochpreisige Wohnungen und Büroflächen, die als Investitionsobjekte gelten und die am Ende sogar noch leer stehen, während immer mehr Menschen verzweifelt nach einer bezahlbaren Wohnung suchen und aus den innenstadtnahen Bereichen verdrängt werden, weil die Mieten so hoch sind, meine Damen und Herren. Und deshalb stellt sich an der Frage da schon die Frage, es ist kein Problem. Es ist kein Problem des Platzes, es ist ein Problem der Prioritäten. Und da stellt sich schon die Frage, wem gehört denn eigentlich die Stadt und wofür nutzen wir den Platz? Und besonders schlimm ist es, dass diese Grundstücke der öffentlichen Hand gehört haben. Das ist ehemaliges Unigelände. Das hat bis vor ein paar Jahren dem Land Hessen gehört. Dann wurde es an die Stadt Frankfurt verkauft. Wir haben dagegen gestimmt. Und die Stadt Frankfurt lässt jetzt zu, dass so etwas entsteht. Und damals wurde versprochen, dass es einen Kulturcampus geben soll. Jetzt werden auf nicht weniger als ein Drittel dieses geplanten Kulturcampus ein Hotel, Luxuswohnungen und Büroräume gebaut, aber überhaupt keine kulturelle Nutzung. Und auch, ich komme zum Schluss, und auch im ehemaligen Philosophikum, das jetzt The Flat Bockenheim heißt, entstehen jetzt Studentenapartments zu Preisen, die sich kein Student leisten kann. Und deshalb, der Kulturcampus wäre die Chance gewesen, bezahlbares Wohnen und Kultur in einen Platz im Herzen der Stadt Frankfurt zu geben. Diese Chance wurde vertan. Und da war nicht das Problem, dass die Grundstücke nicht braureif waren, Frau Ministerin, sondern dass es Grundstücke in der öffentlichen Hand waren. Kollegin Wissler, Sie sollten auch tun, was Sie ankündigen. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung kommt von Kollegen Kaspar, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Kollegin Wissler, wenn Sie hier geradezu verklärt ansprechen, den Turm, der abgerissen wurde, der wurde ja deswegen abgerissen, weil die Bedingungen für die Studierenden dort eben nicht so attraktiv waren, dass er erhaltenswert war. Und die Studierenden können heute, unter viel besseren Bedingungen studieren. Ich habe, nachdem ich mein Diplom in Betriebswirtschaft gemacht habe, auch politische Wissenschaften und Soziologie in Frankfurt studiert, und zwar genau auch in diesem Turm. Mir fällt dazu immer ein, dass man sehr viel Graffiti, würde man heute sagen, früher hat man gesagt Schmierereien, dort gefunden hat, unter anderem dem Slogan im Turm, da ist der Wurm. Also es wurde, sagen wir mal, von den Studierenden durchaus kritisch betrachtet. Das heute so verklärt darzustellen und zu sagen, das ist ja das. Ja, das heißt also, verklären müssen wir den schon mal gar nicht. Jetzt zu dem, was da entsteht. Ausgerechnet Sie sind es doch, Ihre Partei, die in verschiedenen Veranstaltungen in den Ortsbeiräten, denken Sie an Ortsbeirat 2 oder Ortsbeirat 3, immer wieder auftritt und sagt, die armen Menschen in diesen Wohngebieten, die dort wohnen, die werden jetzt ausgesetzt den kaufkräftigen Mietern, die den Luxusmietern, die über diese Stadtteile herfallen würden und würden die armen Menschen dort verdrängen.
Und jetzt gibt es einen privaten Investor, der für diese Luxusmieter einen neuen Raum anbietet, damit er eben nicht dort der Luxusmieter als Nachfrager auftritt in den Gebieten, in denen günstiger Wohnraum ist, und dann passt Ihnen das auch nicht. Also, das ist doch das Entscheidende, dass es offensichtlich den Bedarf gibt. Denn wenn es den nicht geben würde, dann würden ja diese Räume leer stehen. Und ich habe auch bei Luxuswohnungen in Frankfurt noch nicht feststellen können, dass die leer stehen. Aber wenn die eben in neu gebaute, diese Mieter, die bereit sind, hohe Mieten zu zahlen, weil sie Luxus haben wollen, in diesen neuen Wohnraum gehen können, ist das doch gut, weil sie damit den Druck verringern, in die anderen Gebiete hineinzuziehen. Meine Damen und Herren und Herr Kollege Hahn, wenn Sie hier gesagt haben, es würden Markteingriffe im Wohnungsmarkt entstehen. Also, wodurch zeichnet sich ein Markt aus? Ein Markt zeichnet sich doch dadurch aus, dass ein Anbieter und ein Nachfrager zusammenkommen und selbst über Vertragskonditionen und den Preis bestimmen können. Also insoweit, wenn Sie die Realität kennen im Bereich Mietwohnungsmarkt, und als Jurist kennen Sie ja das BGB, da kann man doch nur nicht davon sprechen, dass wir dort einen Wohnungsmarkt haben, sondern wir haben eben dort eine sehr starke Regulierung mit der Konsequenz von verschiedenen Schwierigkeiten und dass wir deswegen, weil wir eben keinen Markt haben, mit entsprechenden Eingriffen weiter arbeiten müssen, um trotzdem die Angebotsbedingungen zu schaffen, die eben benötigt werden. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht mit Steuervergünstigungen. Denken Sie an die degressive AFA. Denken Sie an Steuervorteile im Bereich des Erbschaftssteuerrechts und Ähnliches. Das heißt, der Gesetzgeber hat ja, weil es eben den Markt dort nicht gibt, durch verschiedene gesetzliche Maßnahmen versucht, gleichwohl Vorteile darzustellen, damit Investitionen stattfinden. Und den größten Vorteil, und auch das habe ich vorhin ja erwähnt, haben wir eben heute durch ein sehr niedriges Mietzinsniveau. Also insoweit, glaube ich, kann man nicht beklagen, dass es dort Markteingriffe gibt, weil es diesen Markt ja an der Stelle überhaupt nicht gibt. Wir haben einen Markt im Bereich Bürovermietungen, wir haben einen Markt im Bereich Gewerbevermietungen, wir haben einen Markt im Bereich Eigentumswohnungsverkauf. Das sind Dinge, da bestimmen eben die Marktteilnehmer über die Konditionen. Da kann man von einem Markt sprechen. In dem Mietwohnungsbereich haben wir es eben genau nicht. Deswegen brauchen wir diese vielen Instrumente, die wir einsetzen, um gleichwohl sicherzustellen, dass es auch günstigen Wohnraum gibt. Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollegin Feldmayer, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Man merkt, der parlamentarische Abend heute der Wohnungswirtschaft wirft seine Schatten voraus. Kann aber auch nur gut sein. Ich glaube, beim Thema Wohnungsbau haben wir als Regierungskoalition einiges dazu beizutragen. Ja, meine Damen und Herren, die FDP Herr Hahn hat leider noch einmal meine Vorurteile bestätigt, die ich habe bei der FDP und ihrer Wohnungspolitik. Das, was Sie hier vorgetragen haben, war das, was allseits bekannt ist. Weg mit allen Standards, am besten komplett mit der NF und überhaupt. Dann wird alles gut, dann wird gut gebaut, dann wird günstig gebaut, dann wird viel investiert. Dem ist eben nicht so. Meine Damen und Herren, was macht das Wohnen denn so teuer für die Menschen in Hessen, in den Ballungsräumen? Was macht das Wohnen so teuer? Das ist doch nicht nur die Miete, die man zahlt, sondern das sind auch die Nebenkosten. Die Nebenkosten werden auch landläufig als die zweite Miete bezeichnet. Und genau aus diesem Grund kümmert man sich ja auch darum, um ein energieeffizientes Bauen. Das ist doch der Grund, warum man darauf eingeht und warum man das natürlich auf dem besten, neuesten Standard alles so einrichtet, wie es sein muss. Und meine Damen und Herren, und dass der Klimawandel schon im vollen Gange ist,
das wollen Sie, glaube ich, hoffentlich heute nicht noch einmal leugnen. Also, meine Damen und Herren, es ist sinnvoll, dass man Standards hat beim Bauen. Alles andere können wir den Mieterinnen und Mietern, glaube ich, nicht mehr zumuten. Und dann schaut man, Frau Wissler hat gerade noch einmal geschaut, was sich in Frankfurt tut. Ich will jetzt einmal ein positives Beispiel aus Frankfurt nehmen. Das war jetzt nicht gerade das schönste Beispiel, was Sie genannt haben. Ich komme darauf gleich noch einmal zurück. Da haben wir auch eine Wohnungsbaugesellschaft, die ABG. Die ABG baut schon seit vielen Jahren ihre Wohnungen, auch Sozialwohnungen, in Passivbauweise. Und was ist dabei rausgekommen bei der zweiten Miete? Heizkostenberechnungen werden da überhaupt nicht mehr gemacht, weil die Heizkosten so gering sind bei diesem, sag mal zugegebenermaßen, sehr hohen Standard. Die Heizkosten sind so gering, dass es sich überhaupt nicht mehr lohnt, überhaupt eine Heizkostenabrechnung zu machen. Und von daher ist es, glaube ich, sehr attraktiv für alle Mieterinnen und Mieter, die in diesen Häusern wohnen. Und im Übrigen gibt es davon auch Sozialwohnungen. Ja. Es ist ärgerlich, dass solche Luxuswohnungen gebaut werden, Frau Wissler. Es ist jetzt ein Symbol, was Sie da genannt haben, was sehr ärgerlich ist. Es zeigt, dass irgendwie sehr viel Reichtum da ist in der Stadt. Aber wir wissen doch alle, dass wir als Land da wenig machen können. Wir wissen doch auch, dass es die kommunale Selbstverwaltung gibt. Und wir wissen doch auch, dass die Kommunen selber entscheiden, was und wo sie planen und bauen, was wo sie zulassen. Und ich glaube, da wollen wir doch alle nicht eingreifen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Siebel, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, wir sind uns alle ziemlich einig, selbst die FDP, dass Wohnen zur Daseinsvorsorge gehört. Und wenn wir uns die Geschichte des Wohnungsbaus in Hessen und in der Bundesrepublik anschauen, dann waren immer die Phasen, in denen dereguliert worden ist, diejenigen, wo die Preise für Wohnungsbau, egal und unabhängig vom Zinsniveau, wo die Preise für Wohnraum angestiegen sind, wo die Anzahl der Sozialwohnungen zurückgegangen ist und wo der Wohnungsmarkt sich angespannt hat. Und immer in den Zeiten, in denen, wie es in dem Talk von der FDP reguliert zugegangen ist, und ich sage das immer vor dem Hintergrund, dass es um Daseinsvorsorge geht, ist das Gegenteil passiert. Haben sich Wohnungsmärkte entspannt, sind mehr Wohnungen für Sozialhilfeempfänger und für mittlere Einkommen entstanden. Das Programm für mittlere Einkommen ist doch jetzt keine Erfindung jetzt von dieser Regierung, sondern es hat es vor vielen, vielen Jahren natürlich schon einmal gegeben. Ich will jetzt hier keine Altersangaben von irgendjemand machen. Aber sozusagen dieser. Krebsi erinnert sich noch. Aber sozusagen dieses mal wieder ein leicht verfremdetes Zitat von Gerhard Merz zu nehmen. Wenn hier jemand hergeht und sagt, Regulierung viel schlecht und Deregulierung viel gut, dann ist das nicht die Lösung dessen, was wir hier zu besorgen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das noch einmal zu dem Punkt. So, die letzten 3,5 Minuten möchte ich dann noch dem Thema widmen, was in der Tat im Antrag der FDP drinstand, nämlich die internationale Bauausstellung, von der Frau Staatsministerin Hinz gesagt hat, die würde nun ja in der Tat keine Wohnungen bauen und leisten und dazu beitragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war sehr schön, dass wir so viele Abgeordnete hier die wohnungsbaupolitische Sprecher sind und aus Frankfurt kommen oder nicht wohnungsbaupolitische Sprecherinnen sind, aber Fraktionsvorsitzende und trotzdem aus Frankfurt kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich Ihre Reden über die Problemlage in Frankfurt einfach einmal auf mich wirken lasse, dann müssten zumindest Sie drei die größten Verfechter für eine IBA sein, weil eine IBA genau das, was Sie an Problemen angesprochen hat, auch mit auf den Weg und mit zur Lösung bringen könnte. Aber ich nehme momentan wahr, dass die FDP, weil irgendwie die Seite noch nicht voll ist, die IBA noch mit draufschreibt. Nein, die FDP ist für eine IBA, ich weiß das. Aber bisher ist die einzige Fraktion, die ernsthaft und konzeptionell
an einer IBA arbeitet, die auf alle Fälle die Themen Wohnen und die Themen Verkehr umfassen müsste. Die einzige Fraktion, die wirklich ernsthaft daran arbeitet, ist die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag. Ja, Herr Boddenberg, lachen Sie nicht. Ihr Staatssekretär oder der Leiter der Staatskanzlei ist gerade nicht da. Aber der hat gesagt, er würde einen Dialog anregen zwischen den Ländern Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen, weil man wollte das in einem Gesamtkontext machen und deshalb müssten die anderen. Dann berichten Sie doch einmal über diese Gespräche. Da ist überhaupt nichts bei herangekommen. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie der Auffassung sind, dass wir Zukunftsprobleme auch im Bereich des Wohnungsbaus, habt ihr das geklärt untereinander? Alles gut? Wenn ihr der Auffassung seid, dass wir Zukunftsprobleme im Bereich des Wohnungsbaus, die Verbindung zwischen dem, was wir an zukünftigen Wohnen entwickeln wollen, und dem, wie wir Mobilität definieren, wenn wir das, wie Wohnungen funktionieren, in Zukunft neu denken wollen, wenn wir im Hinblick auf Stadt- und Regionalplanung in der besonderen Situation des Rhein-Main-Gebiets in seinem polyzentrischen Aufbau, wenn wir das einmal ernsthaft bearbeiten wollen und so bearbeiten wollen, und das ist eine IBA, dass wir es unabhängig von den bestehenden Regeln des Baurechts, der Regionalplanung usw. so machen, sondern im Sinne eines Zukunftsentwurfs für unser Land und für diese Region, dann ist, glaube ich, eine IBA ein richtiger Weg. Und deshalb habe ich dieses zum Anlass genommen, das hier noch einmal zu unterstreichen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann ist die Debatte beendet. Soll der Dringliche Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN ebenfalls in den Ausschuss? Gut, dann überweisen wir Tagesordnungspunkt 20 und 57 in den ULA. Bevor ich in der Tagesordnung fortfahre, darf ich noch mitteilen, dass Herr Staatsminister Wintermeyer erkrankt ist und heute Nachmittag und morgen Vormittag nicht im Plenum anwesend sein wird.